So Leute, jetzt sind wir beim Monitor und der Max wird euch jetzt sagen, wie das ganze Ding heißt. Ja, und zwar, das ist der Samsung Syncmaster P2450, 26 Zoll, Entschuldigung, 24 Zoll, 61 cm. Kontrast 70.000 zu 1, 2 Millisekunden Reaktionszeit, Full HD, HDMI, ja. Und jetzt werden wir das ganze Ding mal auspacken. Okay. So. Erstens lege ich den Monitor mal hin. So, so sieht der Packungsinhalt aus. Sieht man das gut? Ja, das kann man nicht sehen. Ja, alles so Kleinkrams, wie so ein Halter, Installationen. Putztuch, alles Mögliche, Stromkabel, VGA-Kabel, dann haben wir hier DVI, so schön roten Abdeckungen, haben wir hier einmal den Fuß, schön schwarz glänzend. Haben wir hier. Zwischen dem Fuß und dem Bildschirm, dieser Halter, sag ich mal. Ja. Dann kommen wir zum Bildschirm. So. Am besten bauen wir den jetzt erstmal auf. Da packe ich dazu schon mal den Fuß aus. Genau, das ist der Bildschirm. Okay. Ja. Drehen und wenden. So. Das ist der Monitor. Der Samsung Syncmaster P2450A. Kompatibel mit Windows 7. 70.000 zu 1 Kontrast. So sieht das ganze Ding von hinten aus. Glänzender schwarzer Klavierlack, sehr edel. Dann hier haben wir die Anschlüsse. DVI, HDMI, VGA und Audio-Out. Jetzt sogar einen digitalen Audio-Out. Und den Power. So, jetzt machen wir kurz die Füße dran. Den Fuß. So, der wird einfach nur unten in den Monitor reingesteckt. Das wäre so. So. Dann der Fuß. Hier ist übrigens nochmal eine Montageanleitung. Brauchen wir uns jetzt nicht anzuschauen. Wir werden euch gleich zeigen, auch warum. Ich kenne mich mittlerweile mit dem Zusammenbauen dieses Monitors ziemlich gut aus. Werdet ihr gleich erfahren, auch warum. So, der Fuß wird dann auf den Monitor gesetzt. Dieser wird einfach mit dieser Schraube hier verschraubt. Die ist auch zum Handdrehen, das heißt keinerlei Werkzeug erforderlich. Einfach nur festschrauben. Zur Sicherheit ziehe ich trotzdem immer noch die Schrauben mal nach. So. Gucken, ob der Monitor richtig im Fuß drin sitzt. Das tut er. Jetzt werden wir den Monitor kurz mal anheben. Den Karton runterwerfen. Komisch weg damit. Und hier haben wir den Monitor. Den Müll beiseite. So, damit ich die Folie mal abziehe, damit ihr das Display sehen könnt. So, die Folie werde ich jetzt entfernen. So, hier den Sticker auch noch abmachen. So. Und da haben wir auch schon den Monitor 24 Zoll groß. Ich finde eine
ziemlich betrachtliche Größe für einen PC-Monitor. Schön ist auch dieser imitierte Glasrand. Ist kein wirklicher Grasland. Grasland. Glasrand. Sondern ist Kunststoff. Dann haben wir hier das Menü. Das ist per Touchscreen zu bedienen. Und dann drehen wir das Ganze nochmal um. Damit man das Ganze sieht. Wie gesagt, mitgeliefert wird ein DVI-Kabel. Sieht so aus. Genauso wird mitgeliefert das VGA-Kabel. Und es wird mitgeliefert der Stromstecker. HDMI-Kabel ist leider nicht dabei, aber ich schätze mal, das kostet jetzt nicht die Welt. Aber trotzdem vom Zubehör und von der Ausstattung ist dieser Monitor eigentlich relativ gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, Qualität können wir jetzt schon sagen, ist prima. Wir werden euch auch kurz zeigen, warum wir das meinen. Und zwar machen wir einmal einen kleinen Schwenk. Und zwar haben wir da einmal den Samsung 2450er, zweimal und dreimal. Dann habe ich in meinem iFinity Setup habe ich diesen Monitor auch verbaut. So. Ich hoffe, wir konnten euch ziemlich viel über diesen Monitor erklären. Falls noch Fragen sind, Kommentare schreiben. Noch haben wir den Monitor hier. Und jetzt kommt noch mal das restliche Zubehör. Kabelhalterung. Lizenzbestimmungen, dann ein Putztuch, was ziemlich wichtig ist, weil wirklich auf diesem schwarzen Klavierlack, wie man hier oben auch schon sieht, man sieht alles, dann ein User's Guide, der ist auf der DVD, dann Lizenzbestimmungen nochmal, die Warranty Card und nochmal eine Warranty Card in anderen Sprachen. Okay, das war's mit dem Monitor und als nächstes, denke ich mal, werden wir mit dem Motherboard fortfahren.